mit dem guten Isaac. Wir haben eine 3er Winstreak. Wow. Erstaunlich. Erstaunlich, dass ich mal was gewonnen habe. Wir haben hier gleich eine Library, was huge ist. Das ist super huge. So, muss man ein bisschen ausweichen. Das ist schon kein einfacher Raum gewesen, actually. Beziehungsweise für Early Game Damage. Was wir mit Isaac noch nicht gemacht haben, ist Tainted Isaac holen. Das werden wir heute auch machen. Wir werden versuchen, mit allen Characters die Tainted-Varianten zu holen. Mal schauen, ob das klappt. Ey, Robert, dankeschön für den Resub. Und 4 Monate, wow, okay. Danke für deinen Prime-Sub. So, wir haben immer noch keinen Schlüssel. Das ist ziemlich sad, actually. Wir werden aber nicht in dem Item-Room gehen, weil wir eine Taktik haben, um Planetarium zu bekommen. Ja, und die Taktik... Oh, das ist ein neuer Pin. Almighty Pin. Na gut. Und die Taktik involviert halt quasi, dass wir nicht in den ersten Item-Room gehen. Aber das ist, ja, ne? Kommen wir später noch dazu, wieso und warum. Jetzt erstmal ist unsere Hauptsorge, dass wir einen Schlüssel brauchen. Pin ist natürlich, also... Pin ist jetzt nicht unbedingt ein schwerer Boss, ne? So ein bisschen, naja, ne? Almighty Pin. Ist irgendwie... Ja, aber er droppt Pentagram, was... Wow. Pentagram ist super huge. Das ist wirklich gutes Item. Gibt uns halt einfach Damage, ne? Und Damage ist King. Ich weiß nicht, was ist das? Birthright. More Options. Ich weiß nicht, was Birthright macht, um ehrlich zu sein. Ich bin da ein bisschen überfragt, aber na gut. Verdammt, okay, dann kommen wir nicht in die Library. Das ist ziemlich schade, actually. Das ist relativ schade. Na gut, gehen wir einfach nochmal runter. Ach, das macht Birthright. Oh, sehr interessant. Ah, I see. Not bad, not bad. Wahrscheinlich cyclen jetzt alle Items, ne? Das ist ein Tier-Sub. Das nehmen wir mit. Wunderbar. Wir rerunnen sogar beides. Das ist sehr interessant. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Optionen dann, statt nur nochmal extra eine. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Machen wir das hier mal. Was haben wir hier? Red. Stimmt, es cycelt ja. Okay, okay. Ich meine, Ceremonial Robes ist noch besser. Red Key hätte ich jetzt natürlich auch mitgenommen, weil es super funny ist. Aber Ceremonial Robes ist ziemlich cool, actually. Naja, nicht mein Favorite, aber ist okay. Los, geh in die Flamme. Geh in die Flamme. Lilhorn ist dafür bekannt, sich selber zu töten. Ich meine, muss er jetzt nicht mal, weil wir einfach unendlich viel Damage haben. Ah, naja, da hittet sich halt einfach selber mit der Bombe. Ist fast dead. Nice. Ziemlich, ziemlich praktisch. So, und jetzt zeigt das zwischen noch einem Damage ab und ein bisschen HP. Wir nehmen natürlich Damage und Speed. Oh, guck mal. Sogar ein Crawl Space. Das ist insane, was hier gerade abgeht. Was haben wir hier drunter? Noch mehr Seelenherzen. Nice. We take those. Multidimensional Baby? Ich weiß nicht, was hier drin sein kann. Wollen wir das rerollen? Oat Milk oder Cursed Ice, beides nicht so cool. Wir haben Goathead. Okay. Goathead ist huge. Zack. Sind halt 100% Devil-Deal-Chance ab jetzt für den Rest des Runs. Nochmal ein Sehnheits. Wir sind fast Full HP. Das ist auch relativ krass. So. Eine Bombe reicht ja. Gut. Die war auch halbwegs clean gesetzt, ne? Blue Cap. Ist nochmal ein HP ab. Das nehmen wir mit. Und das andere rerollen wir. Packed. Wir wollen nicht unbedingt Mom's Knife mitnehmen. Jetzt 2 Item Rooms geskippt, das heißt, unsere Chance auf dem Planetarium liegt bei 42%. Nice. Das ist actually ziemlich nice. Das ist actually ziemlich, ziemlich nice. Wow, okay. Oh, das ist huge. Wow. Das macht eine Menge, Menge Damage. Insane. Vor allem können die Tiers dadurch auch nicht kaputt gehen, weil es Piercing ist, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht mehr schießen. Wir rennen einfach rein und ja, der Ring macht alles für uns. Ach, die Tränen gehen nach einer Weile von selber weg. Okay, sehr interessant. So, Bookworm. Das ist unfassbar guter Run. Zorn. Das ist actually huge. Das müssten wir uns mitnehmen. Blanket ist ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut. Da haben wir noch ein Seelenherz. Seelenherz ist auch sehr, sehr cool.
Müssen wir mal schauen. Blanket gibt uns halt einen Holy Mantle Effekt für... Ah, das kann man kaputt machen. Für jeden Bossraum, in dem wir sind, ne? Und das ist ziemlich gut. Ist halt also ein Free Hit quasi, ne? So, schauen wir mal. Wir sind bei Catacombs 2. Das heißt, wir können den fighten. Ist kein Problem. Ja, unser Damage ist halt intens, ne? Wir nehmen natürlich das Orbital mit. Weil Orbitals unfassbar praktisch sind. Noch ein Seelenherz. Meine Equals Power ist super gut für uns. Und Dark Bomb könnten wir theoretisch mitnehmen, aber ich glaube, sparen wir uns unsere HP lieber noch ein bisschen auf. Das heißt, wir müssen leider das hier aufsprengen. Es tut mir ein bisschen leid, ne? Okay, nice. Wir haben 15. Und holen uns Blanket. Wir können natürlich auch noch... Ja. Oh Gott. Gott, oh Gott, ist das gut. Nice. Wir sind fast wieder Full Life dadurch. Und wir haben jetzt Brimstone. Das ist intens, der Run. Wow. Unsere Tiers, die außen um uns rum cyclen, ist natürlich trotzdem nicht Brimstone, leider. Das wäre noch ein bisschen mehr broken. Ja gut, habe ich mich treffen lassen, ne? Das war definitiv meine Schuld. Aber krass. Krass. Wir haben natürlich auch keinen Seelenherzen-Generator oder sowas, wodurch wir die bekommen könnten. Nehmen wir das hier mal mit. The Mark. Nehmen wir mit. Mehr Damage. Black Candle. Black Candle ist super. ST-Item. Einfach, weil es die Flüche wegnimmt und Flüche sacken. Das ist huge. Das ist eine Menge Damage für uns. Nice. Nehmen wir alles mit. Wir waren jetzt bei 11,0. Ne, jetzt sind wir fast bei 12. Das ist ziemlich gut. Wir sind bei 25 Minuten. Warum so viel? Na egal, wir haben The Fool dabei. Das ist gar nicht so schlecht. So. Wunderbar. Gehen wir hier rein. Machen wir Polaroid. Brauchen was anderes. Nichts davon ist praktisch. Ich weiß nicht, was das Dagger macht. Ich glaube auch nicht, dass wir es darauf ankommen lassen wollen. Das heißt, wir gehen einfach weiter. Auch wenn die nächste Ebene. Mal schauen, ob wir irgendwas Gutes aus den Itemräumen rausbekommen, die wir jetzt liegen lassen haben. Da ist natürlich, alles Taktik gewesen. Aber die können wir uns ja gleich auf dem Rückweg wieder mitnehmen. Zack, be gone. Weißt du was? Ich glaube, das ist huge für uns, oder? Minus 0,5 Damage ist uns relativ egal. Wir bekommen sowieso wieder ein bisschen Geld dazu wahrscheinlich. Wir haben jetzt Golden Options. Das heißt, wir haben super viel Auswahl. Halo ist ein All-Stats-Up und dazu noch ein Red Heart. Nehmen wir Sackhead mit, ja. Komm. Sackhead ist an sich kein schlechtes Item. Können wir das rerollen? Ich würde es nicht machen. So. Nice, nice. Arges ist an sich ziemlich gut. Wir haben nämlich... Oh, nice. Spoonbender ist ziemlich nice. Wir haben nämlich da jetzt jeden Item Room, den wir vorher geskippt haben, nochmal. Was insane ist. Das heißt, wir haben alles geskippt, haben unser Planetarium bekommen, was uns extrem viel Damage gibt. Und können uns jetzt trotzdem jeden Item Room nochmal holen. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Nachteil. Da haben wir den Crack Key, den wir brauchen. Wunderbar. Noch ein Schlüssel. Nicht, dass wir jetzt irgendwas bräuchten. Das Beste wäre eventuell ein Reroll. Ne? Also noch eine Batterie. Aber weiß nicht, ob wir... Naja, ne? Tech 2.0 ist ziemlich gut mit der Combo, oder? Würde ich jetzt einfach mal glauben. Weil wir laden ja unseren Laser auf und schießen währenddessen Technology 2 Laser. Und wenn dann unser Laser aufgeladen ist, haben wir quasi noch mehr Damage. Und der ist Homing. Ich muss nicht mal richtig ran. Und der trifft trotzdem. Ja. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Oh. Oh.
Ziemlich gut, wow. Ich wusste gar nicht, was Sword of Cain macht. Parasitoid ist unfassbar gut. Es macht quasi ab und zu mal, schießt das einen Schuss, der uns eine Fliege oder eine Spinne gibt. Und da wir eh so viele Schüsse haben, ist es relativ häufig. Ja, wir haben außenrum jetzt um uns so eine Träne. Die spawnt dann eine Spinne oder eine Fliege. Je nachdem, ne? Je nachdem, wir haben den Crick Key dabei. Wunderbar. Uns fehlt ein Seelenherz, das ist ein bisschen schade, aber was soll's, ne? Ist nicht ganz so schlimm. Gehen wir hier lang. Und wir haben... Upsala. Wir haben, Tainted Isaac freigeschaltet. Nice. Not bad. Not bad. Was haben wir hier drin? Hm. Macht, glaube ich, keinen Unterschied, ne? Das hätte ich gerne noch rerollt. Wir können hier nichts mehr aufmachen. Das ist der einzige Red Room, den es hier gibt. Und ich würde sagen, wir fighten mal den Boss. Schauen mal, was der so für uns bereithält, ne? Wir haben halt wirklich wenig Survivability. Aber mal schauen. Mal schauen. Natürlich. So. Okay. Das ist jetzt schon kind of stupid, ne? Wir haben extrem viel Damage am Anfang genommen, einfach nur durch... Einmal ist er auf uns drauf gespawnt und einmal... dachte ich, der Laser curved zur Seite. Aber er ist einfach weiter zu uns, ne? Genau wie da schießt den Laser auch wieder direkt auf uns. Oh Mann. Okay. Nice. Erste Phase down, wir haben aber super viel Damage gekriegt, ne? Bisschen unpraktisch, aber was soll's. So. Dem müssen wir ganz normal ausweichen. Unser Planetariums-Item kann die auch als Schüsse aufnehmen. Das macht es aber relativ unzuverlässig. Das sind nur ab und zu mal welche. Okay. Aber unser Damage ist halt wirklich was, wohinter wir uns verstecken können, theoretisch. Nice. Man sieht schon, wir killen ihn halt wirklich, wirklich schnell, ne? Okay. Nice. Wunderbar. Sieht man schon, das nimmt ein paar von den Federn auf. Nimmt ihn in unser Ökosystem ein. Ist ganz okay. I take it, ne? So. Und he's dead. Nicht nochmal Damage. Wunderschön. Wir haben jetzt halt ein bisschen viel Schaden genommen, ne? Bisschen ungünstig, aber was soll's. Puh, wir bekommen jetzt nochmal 2 Flat Damage ab durch Dogma, ne? Durch das Item, was wir aufgesammelt haben dadurch. Mal schauen, ob uns das ein bisschen mehr Survivability gibt. Und nochmal ein Holy Mantle. Da sieht man, da sind 2 Spinnen rausgespawnt. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba. Vorsichtig, mein Freund, vorsichtig. So. Es ist ein bisschen schwer zu unterscheiden, was sind unsere Tränen, was sind die vom Feind. Aber ich glaube, es geht, ne? Wir nehmen die relativ viel auf, sogar wenn die so langsam fliegen. Ist gar nicht mal so schlecht. Okay, ich habe meinen Holy Mantle geprockt und wurde ich nochmal gedamaged. Ich hoffe nicht. Okay, dammit. Ich werde relativ viel getroffen hier. Ich stelle mich gerade ein bisschen schlecht an, aber na gut. Was soll's, ne? Was soll's. So. Wunderbar. Davon nicht getroffen werden. Der ist relativ easy sogar, ne? Ist nicht unbedingt der schwerste. Ja, wunderbar. Dann war die erste Phase dann. Jetzt kommen wir zur zweiten. Sollte aber passen, ne? Oh, guck mal, wir können sogar die Tränen aufnehmen, die von oben kommen. Wunderbar. Wunderbar, da ist er auch fertig. Schön. Nummer 3. Immer noch ein bisschen HP haben wir noch übrig. War ist auch nicht so schwer. Bei War muss man bloß ein bisschen aufpassen, dass einen die Explosion nicht hittet. Ja. So, genau. Wunderbar. Dammit. Er ist auf mich drauf gecharged. Okay, da habe ich jetzt auch nicht aufgepasst. Die Dinger können wir auch in unser Ökosystem aufnehmen. Sehr, sehr interessant. 2 Damage hier bekommen, was
Stupid ist. Wir hätten Satanic Bible mitnehmen sollen. Hätten wir jetzt wenigstens noch ein Herz dazu bekommen. Ich ein bisschen gebrainlaggt vorhin. So, nice. He's dead. Jetzt kommt Death. Death ist relativ schwierig sogar. So, mal schauen. Hoffen, dass wir nicht getroffen werden, ja. Wunderbar. Wir können die sogar destroyen. Wenn wir genug Damage dafür haben, ne? Okay. Die Dinger sind auch hardcore. Okay, nice. Die Phase ist done. Okay, wunderbar. Nice, okay. Erst dann haben wir jetzt The Beast. Mal schauen. Der muss natürlich, also der wird natürlich viel getroffen jetzt von uns. So. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu viel Damage kriegen. Wir sind relativ groß, weil wir eine One Makes You Larger Pill genommen haben. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich weiß auch nicht, wie unser Movement Speed aussieht. Ich glaube, nicht so cool, actually. Okay, danke. Danke für das Planetariums-Item. Das hilft uns hier halt gerade extrem aus, ne? So, schau mal. Ja, wir können ja halt immer damagen, ne? Oh Gott, das war auch schon wieder relativ close. Wunderbar. Ja, noch ein bisschen weiter damagen, ne? Ich weiß nicht, welche runterfallen. So ein bisschen aufpassen. Okay, deswegen dash ich da immer gerne durch, ne? Das kann man kaputt machen. Wall of Flames. So, da konzentriere ich mich jetzt relativ viel aufs Dodgen sogar, ne? Nicht wirklich darauf, ihn Damage zu machen. Das ist okay, er müsste eigentlich bald in die zweite Phase kommen. Oh Gott, okay. Okay, okay. Da ist ein Bot im Chat, den muss ich gleich noch rausblocken. Ja. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, ne? So. Ich weiß wirklich nicht, welche runterfallen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Okay. Die Phase, actually, keine Ahnung. Actually, keine Ahnung. Die hier ist relativ easy sogar. Das ist kein Problem. Davon nehmen wir sogar auch ein paar in unser Ökosystem auf. Auch nicht so schlecht. Wir haben noch 4 HP. Zum Glück habe ich The Halo mitgenommen, ne? Das kann auch relativ praktisch sein für uns. Gut, dem gerade so ausgewichen. Okay, nice. Zweite Phase. Zweite Phase. Jetzt ist quasi bloß noch wegrennen und damagen, ne? Das ist eigentlich relativ easy. Vor allem, weil wir auch halbwegs gut Damage machen, ne? Ja, natürlich auch wieder drei Phasen quasi, ne? Da haben wir eine, glaube ich, dann. Ja. Ein Auge ist zu. Für jedes Auge, das zu ist, ist die nächste Phase quasi. Ah ja, müssen wir mal schauen, ne? Sollte aber eigentlich passen. Ja, guck mal, zwei Augen. Und gleich müsste es fertig sein. Aber erstaunlich close dafür, dass der Run so gut war. Ist halt wirklich kein einfacher Boss, ne? Aber damit haben wir es geschafft. Wunderbar. Was ein erster Run, ne? Und wir haben Options freigeschaltet. Sehr interesting. Und da ich das definitiv auch auf YouTube hochladen werde, wer den Kanal supporten will, einfach mal auf Abonnieren klicken. Und wer das hier live sehen will, der erste Link in der Videobeschreibung. Das ist der Twitch-Kanal. Alles klar.